Ja, servus! Markus Söder ist in den letzten Tagen richtig gut drauf. Ob auf Twitter, Instagram, in der Bild-Zeitung oder beim ARD-Sommerinterview. Er haut der Ampel ordentlich seine Kritik um die Ohren. Unter anderem geht es ihm um etwas, was ihm wirklich am Herzen liegt. Sein Bayern. Wir spüren ein Bayern-Bashing. Und das spürt die CSU schon eine ganze Weile. Quasi seit es die Ampel gibt, kommen aus der CSU Vorwürfe. In der Regierung gibt's keine Minister aus Bayern. Das ist eine Anti-Bayern-Koalition. Und es ist ja schon eine neue Situation. Nach 16 Jahren an der Regierung hat Bayern im Bund mittlerweile kaum mehr was zu melden. Klar, da kann man jetzt sagen, voll unfair. Bayern ist immerhin das größte Bundesland, hat die zweitmeisten EinwohnerInnen und nur die Leute in NRW malochen noch mehr als die fleißigen blau-weißen Bienchen an der österreichischen Grenze. Man kann aber auch sagen, hey, es geht nicht nur um euch. Bayern ist eben auch nur eins von 16 Bundesländern. Und kein anderes beschwert sich so krass wie ihr. Söder und seine CSU fühlen sich also vernachlässigt. Aber warum? Ist das alles nur Pöbelei und Populismus? Oder hat Söder sogar allen Grund für seine Kritik? Hier kommt meine Analyse. 16 Jahre am Stück war Bayern in einer sehr besonderen Position. Die CSU konnte in der Regierung bayerische Interessen durchsetzen. Kein anderes Bundesland hatte so lange so eine Extrawurst. Jetzt ist aber die Ampel an der Macht und die CSU muss sich in der Oppositionsrolle zurechtfinden. Und Markus Söder? Der ist unzufrieden. Wir spüren ein Bayern-Bashing. Fördermittel werden gekürzt oder plötzlich überprüft. Bayern-Bashing also. Aber was soll das überhaupt heißen? Söder ist sauer darüber, dass Fördermittel gekürzt oder überprüft werden. Aber was nervt ihn da genau? Dazu muss man wissen, wie es mit den Bayern in der Bundesregierung so gelaufen ist. Wenn man an die CSU in der Regierung denkt, landet man in den letzten Jahren direkt bei einer Person. Beim gefeierten Verkehrsminister, dem feiernden Verkehrsminister Andi Scheuer. Party! Andi Scheuer ist zwar mit dem CSU-Prestigeprojekt gescheitert, der PKW-Maut. Unzufrieden sind sie in der CSU mit seinen Leistungen aber trotzdem nicht. Es gibt wohl kaum einen Verkehrsminister, der so viel Geld nach Bayern gelenkt hat wie Andi Scheuer. In seiner Amtszeit hat es Andi Scheuer zum Beispiel geschafft, für den Fernstraßenausbau über 25% mehr Geld nach Bayern zu holen, als dem Bundesland offiziell laut Verteilungsschlüssel zustehen würde. Insgesamt 6,3 Milliarden Euro. Besonders ein Wahlkreis kam während Scheuers Amtszeit besonders gut weg, nämlich sein eigener. Die Investitionen in den Straßenbau gingen dort steil nach oben. Sogar in seinen letzten Tagen als Minister vergab er noch Mobilfunkfördergelder direkt in seinen Wahlkreis. Bei aller Kritik an seiner Person, Scheuer hat also vor allem eins geschafft, für sein Land und seine Partei ordentlich was im Bund rauszuholen. Und aus dem Nutzen des Verkehrsministeriums macht in der CSU kaum jemand ein Geheimnis. Markus Söder hat Andreas Scheuer direkt bei mehreren Gelegenheiten öffentlich dafür gelobt. Und die Taktik gibt's ja nicht erst seit der Ära Scheuer. Auch dem früheren CSU-Chef Horst Seehofer war 2016 schon klar, dass es das Ziel sein muss, wenn es immer möglich ist, in Berlin, so wie früher es in Bonn, den Bundesverkehrsminister als CSU zu stellen. Das macht einen Sinn, meine Damen und Herren, weil das ist gleichbedeutend mit Überweisung. Von 2009 bis 2021 hat die CSU nämlich durchgehend den Verkehrsminister gestellt und davon heftig profitiert. Noch ein Beispiel gefällig? Von 2009 bis 2018 in den Amtszeiten von Peter Ramsauer und Alexander Dobrindt gingen für den Ausbau des Schienennetzes insgesamt 3 Milliarden Euro nach Bayern. So viel wie in kein anderes Land. Im Vergleich, NRW hat in der Zeit nur 519 Millionen bekommen. Und da leben mehr Menschen als in Bayern. Über das Verkehrsministerium Geld nach Bayern lotsen. Das hat also jahrelang gut geklappt. Bis zur letzten Bundestagswahl. Seitdem ist die Union raus aus der Regierung. Und die Ampel schaut bei einigen von Scheuers Projekten nochmal genauer hin. Ein Beispiel. In München hatte Scheuer kurz vor Ende seiner Amtszeit 2021 den Startschuss für ein sogenanntes Mobilitätszentrum gegeben, das den Verkehr der Zukunft planen soll. Eine Art Denkfabrik, in der Mobilität neu gestaltet werden sollte und beispielsweise selbstfahrende Autos oder sogar Flugtaxis geplant werden soll. Für Scheuer ein Leuchtturm mit internationaler Strahlkraft. Für die Grünen und die FDP damals in der Opposition ein teures CSU-Wahlkreisgeschenk.
Ungefähr 400 Millionen Euro sollte der Bund über die ersten Jahre dort reinbuttern. Doch das wird wohl so nicht passieren. Die Ampel will die Finanzpläne für das Projekt radikal kürzen. Im ersten Jahr sollen von den geplanten knapp 45 Millionen nur 10 Millionen bereitgestellt werden. Und auch in den Jahren danach soll der Rotstift angesetzt werden. Denn viel Konkretes ist seit der Bewilligung durch Andreas Scheuer nicht passiert. Laut Ampelverkehrsministerium sei das Zentrum bis jetzt noch nicht einmal gegründet. In Bayern gibt es gegen die Kürzungen jetzt heftige Proteste. Dort sieht man sogar das ganze Projekt in Gefahr. Und auch weiteren Vorhaben streicht der Bund jetzt die Kohle. Es ist naheliegend, dass sich Markus Söder in seinem Bayern-Bashing-Tweet darauf bezieht. Es stößt ihm und seiner CSU sauer auf, dass sie nicht mehr in der komfortablen Lage sind, wie in den Jahren zuvor. Aber ist das alles, was es mit dem Bayern-Bashing auf sich hat? Nein, einer der größten Kritikpunkte, den Söder momentan immer wieder betont, ist die Energieversorgung im Land. Da könnte Bayern laut Söder ein großes Problem bekommen. Und das hängt auch stark mit der Krise zusammen, in der wir uns gerade alle befinden. In den Kommunen wird darüber nachgedacht, Hallen anzumieten, um ältere Menschen unterzubringen bei kalten Wohnungen. Es ist ein wirkliches Chaos, das da im Winter vor uns steht. Und mein Gefühl und meine Sorge ist einfach, dass der Ernst der Lage noch nicht bei allen angekommen ist. Es geht um Gas, um Strom und darum, wie Deutschland auf die reduzierten Lieferungen und die steigenden Preise reagiert. Vor allem für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen kann das nämlich zu einem wirklich existenziellen Problem werden. Mitte Juli floss durch die Pipeline Nord Stream 1 10 Tage lang kein Gas mehr, wegen Wartungsarbeiten. Putin könnte jederzeit deutlich weniger Gas liefern und droht sogar damit. Das weiß auch die Bundesregierung. Und die hat schon Ende Juni Alarm geschlagen. Wortwörtlich. Seitdem gilt die sogenannte Alarmstufe des Notfallplans Gas. Und das heißt nichts anderes als, es ist 5 vor 12. Danach gibt es nur noch die Notfallstufe. Das Gas ist knapp und die Bundesnetzagentur warnt sogar, dass alles noch viel schlimmer werden könnte. Die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Kein Wunder, dass da auch in Bayern Panik ausbricht. Die Angst, darunter richtig zu leiden, ist nämlich riesig. Und das liegt an den fehlenden Alternativen. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Niedersachsen, haben da mehr Glück. Die haben nämlich direkte Zugänge zu Gas aus Norwegen oder den Niederlanden. Das Ding ist eben, diese Länder liegen genau am anderen Ende von Deutschland. Und der Weg nach Bayern ist da ganz schön lang. Und das Auffüllen der Gasspeicher, die Bayern im Winter versorgen könnten, ist ganz schön tricky. Das kann man an einem Beispiel richtig gut sehen, am Gasspeicher in Haidach. Der ist für die Gasversorgung in Bayern elementar, sagt die bayerische Landesregierung. Deshalb will Bayern natürlich auch, dass dieser Gasspeicher bis zum Winter möglichst gut gefüllt ist. Das Problem ist nur, das Ding steht gar nicht in Bayern, nicht mal in Deutschland, sondern in Österreich. Und er gehört nicht dem Land Österreich, sondern dem russischen Gasunternehmen Gazprom. Und guess what? Die haben den Speicher komischerweise nicht befüllt. Österreich musste erst ein Gesetz erlassen, dass ungenutzte Speicherkapazitäten zur Nutzung weitergegeben werden müssen. Wohin das Gas von da aus dann fließen soll, ist übrigens auch nicht klar. Bis heute gibt es keinen entsprechenden Vertrag zwischen Österreich und Deutschland. Dazu kommt, nur weil es jetzt Speicherkapazitäten gibt, heißt das nicht, dass es auch genug Gas gibt, das eingelagert werden kann. Bisher ist der Speicher in Haidach bei weitem nicht voll. Um es kurz zu machen, Bayern könnte da ein echtes Problem bekommen. Und das weiß auch Markus Söder. Er sorgt sich um die Versorgung der Menschen in seinem Bundesland. Deshalb hat der einen Brief geschrieben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und er hat einen sogenannten Gasstresstest gefordert. Denn für die Gaslieferung ist allein der Bund zuständig, kein Bundesland. Wenn das Gas in Bayern knapp würde, würde die Ampel dem Söder aber aus der Patsche helfen. Das schreibt die Notfallstufe im Gasplan vor. Söder ist dabei auf die Bundesregierung angewiesen. Aber der Ampel traut er da anscheinend nicht so über den Weg. Es gibt aber noch ein mögliches Problem für Bayern. Und zwar beim Strom. Und das ist ziemlich hausgemacht. Bayern bezieht ein knappes Drittel seines Stroms aus der Kernkraft. Aus der steigt Deutschland Ende 2022 aus. Das hat Söders CSU in der Bundesregierung 2011 selbst mitbeschlossen. Allerdings, Bayern hat es versäumt, im eigenen Land Alternativen zu schaffen. Es hinkt beim Ausbau der Windkraft heftig hinterher. Die sogenannte 10H-Regel bremst da brutal. Die sagt, dass die nächste Wohnbebauung 10-mal so weit weg sein muss, wie das Windrad hoch ist. Und das grenzt die Baumöglichkeiten ziemlich ein.
und hat besonders die letzten Jahre dafür gesorgt, dass Bayern beim Windkraftausbau eines der Schlusslichter ist. Bei der Solarenergie steht Bayern tatsächlich deutlich besser da. Aber die ist im Winter unzuverlässig. Es braucht zusätzlich die Windkraft. Dazu kommt, schon Söders Vorgänger Horst Seehofer hat sich heftig gegen den Bau von Stromleitungen aus dem Norden bis in den Süden gewehrt, einer sogenannten Nord-Süd-Trasse. Er wollte, dass die Leitungen unterirdisch verlegt werden. Das dauert aber viele Jahre länger. Und das rächt sich in der aktuellen Lage. Markus Söder tritt auch deswegen jetzt deutlich für eine Verlängerung der Atomlaufzeiten ein. Allerdings, ein Atommüllendlager möchte er nicht in Bayern sehen. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung aus CSU und Freien Wählern heißt es: Wir sind überzeugt, dass Bayern kein geeigneter Standort für ein Atomendlager ist. An der Position hat Söder bis heute nichts geändert. Also, aktuell ist Bayern das Sorgenkind bei der Energieversorgung. Gas ist knapp, Strom könnte knapp werden. In der Kombination wäre das für Bayern natürlich übel. Söder fühlt sich also von der Bundesregierung im Stich gelassen. Aber ist das ein Bayern-Bashing? Oder ist das reiner Populismus? Um Markus Söder zu verstehen, müssen wir in diesem Zusammenhang über die Art und Weise sprechen, wie Markus Söder auftritt. Söder ist Profi und gleichzeitig keiner von der leisen Sorte, sondern so ein bisschen vom Typ Hau drauf. Ah, ich bin total milde, ich weiß gar nicht, wie Sie auf Hau drauf kommen. Naja. Dass die neue Bundesregierung viele Probleme hat, hat die Bundesregierung entschieden, die Ampel. Es gab ja einige, gerade von den Grünen, die der Bundeskanzler macht der neue Bundesfinanzminister. Herr Habeck sagt und Frau Lemke, die Ampel hat das abgelehnt. Herr Habeck natürlich, nur die Bundesregierung will nicht. Es geht um Konsens in der Grünen Partei, dass die FDP da einfach mitmacht. Ich bin sehr gespannt, wie die Bundesregierung antwortet. Gut, wir sind hier auch nicht im Streichelzoo, sondern in der Spitzenpolitik. Da kann man den Gegner auch mal härter anfassen. Aber Markus Söder bedient sich immer wieder einer ziemlich populistischen Argumentation. Ein Paradebeispiel dafür, hier aus dem diesjährigen ARD-Sommerinterview. Wird es endlich Luftfilter in allen Schulen geben? Die Frage ist, ob die noch laufen können im Herbst, wenn nämlich kein Strom mehr gibt, weil wir ja Atomkraft abstellen und Gas auch nicht mehr haben. Also es könnte wirklich eine völlig absurde Situation entstehen, dass wir in Bayern haben wir wirklich jetzt sehr viel Luftfilter. In den meisten Schulen, denke ich, müsste das klappen, in den meisten Klassenzimmern ja. Aber es könnte sein, dass dann kein Strom gibt. Schritt 1, die Frage auf ein anderes Thema lenken und dabei ein Katastrophenszenario aufmachen. Schritt 2, den politischen Gegner angreifen. Und Schritt 3, die bayerische Leistung betonen. Das ist eine Argumentation aus dem Söder-Lehrbuch. Und er pickt sich gerne die Fakten raus, die ihm nutzen. Zum Beispiel hier, als es zu Beginn des Krieges um ein Energieembargo gegen Russland ging. Wir haben monatelang darüber diskutiert, schalten wir ab, ja oder nein. Es gab ja einige, gerade von den Grünen, die wollten sofort den Ausstieg planen. Das hätte damals schon zu einem absoluten Infarkt der deutschen Wirtschaft geführt. Naja, einzelne Grüne wie Anton Hofreiter haben das gefordert. Aber aus der CDU kam diese Forderung viel lauter. Und zwar sogar von prominenten Leuten wie Parteichef Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Das hat Söder nicht erwähnt. Momentan schießt Söder heftiger als zuvor gegen die Ampel, teilweise mit einer wirklich problematischen Wortwahl. Söder spricht aktuell nicht nur von Bayern-Bashing, sondern auch von Umerziehung. Sie richte sich gegen den Normalbürger. Es sei falsch, Gendern zu verordnen oder staatliche Vorgaben zur Ernährung zu machen. Abgesehen davon, dass es weder einen staatlichen Gender noch einen Ernährungszwang gibt, Justizminister Buschmann hat das schon in bayerischer Mundart mit Schmarrn kommentiert. Besonders das Wort Umerziehung ist ziemlich fragwürdig. Das wurde eigentlich im Kontext von autoritären und diktatorischen Regimen genutzt, unter anderem in der NS-Zeit oder der DDR. Aber auch mit Blick auf Umerziehungslager in China. Damit konstruiert er ein Feindbild. Und so ist das reiner Populismus. Und apropos Populismus, Söder fordert aktuell enorm viele Maßnahmen, um die Menschen in der Krise zu entlasten. Das könnten auch viele sehr gut gebrauchen. Aber er fordert viel, und zwar sehr viel. Wir brauchen massive Steuersenkungen, flachere Tarife bei der Einkommensteuer, die massive Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom, Benzin, Heizen und Nahrungsmittel. Zudem ein 365-Euro-Jahresticket für ÖPNV in ganz Deutschland, Tankrabatt für den ganzen Winter und ein Winterwohngeld für alle Haushalte. Dabei betont er aber auch, dass die Schuldenbremse eingehalten werden muss. Das ist in dieser Form alles ziemlich unrealistisch. Das weiß auch Söder, aber es klingt eben gut. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Nächstes Jahr stehen in Bayern Landtagswahlen an. Da muss er punkten.
Die CSU hat bei der Bundestagswahl für ihre Verhältnisse ziemlich schlecht abgeschnitten. Auch bei der letzten Landtagswahl lief es an den eigenen Ansprüchen gemessen nicht so gut. Die Grünen gewinnen in Bayern immer mehr dazu. Söder muss also nächsten Herbst liefern. Und mindestens bis dahin können wir uns auf einen Markus Söder im Angriffsmodus einstellen. Fazit: Markus Söder liebt Bayern. Das ist nichts Neues und das ist als Ministerpräsident auch gut so. Er soll sich ja für die Leute in seinem Bundesland einsetzen. Markus Söder provoziert aber auch gerne mal und biegt sich dabei die Fakten oft so, wie er sie gerne hat. Das machen viele PolitikerInnen, aber Söder ist Profi darin. Häufig hört sich das enorm gut an. Wenn man aber differenzierter an die Sache rangeht, dann merkt man, dass mehr dahinter steckt. Wie auch beim Bayern-Bashing. Die Ampel hasst Bayern nicht. Sie gibt Bayern nur keine extra Weißwürste mehr. Die aktuelle Lage ist für Söder neu. Bis zur Bundestagswahl konnte er nicht oder nur bedingt gegen die Bundesregierung schießen. Im Gegenteil, besonders über das Verkehrsministerium konnten bayerische Interessen bevorzugt durchgedrückt werden. Dieses Selbstverständnis bricht jetzt weg. Oppositions-Söder schießt dafür doppelt so scharf. Bei der Energieversorgung hat Söder einen Punkt. Bayern steht in der aktuellen Lage schlechter da als viele andere Bundesländer. Das liegt aber auch daran, dass seine CSU in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen hat, die sich jetzt rächen. Und wenn die Menschen das im Winter vor der Landtagswahl am eigenen Leib zu spüren bekommen, dann kann es für ihn düster werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ihr! Was haltet ihr von Söder und seinem Politikstil? Und an die Bayern unter euch, fühlt ihr euch von der Ampel benachteiligt? In die Kommentare damit, wir sind gespannt. Ja, freilich, unser Abo-Button hat auch ein Herz für Bayern. Direkt hier klicken. Hierüber kann sich die CSU freuen. Die Cannabis-Legalisierung könnte scheitern. Und hier hat Mr. Wissen2Go gecheckt, was wäre, wenn Bayern ein eigenes Land wäre.